Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich befinde mich gerade beim Jan. Er weiß nicht, was. Es wird hier abgekocht. Was machst du? Ich schmeiß dein Essen in den Müll. Wieso schmeißt du? Korrekt, Bro. Schmeißt du mein Essen weg? Weil du fett genug bist. Hat er recht? Was soll das? Ich wollte das. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt sagen, ich bin fett. Er hat gesagt, es geht los. Auf! Ich bin fett. Süßer Bart, aber Tim. Ich gerade dazu kommen, was wir heute drehen. Wir drehen nämlich Soccer Girl, danke schön für deinen 24 Resub. Stunden lang meinen bzw. unseren Alltag. Meistens ist es ja nur mein Alltag. Gisa freut sich schon wieder. Ja. Auch geil, wie seine Wohnung mittlerweile eingerichtet ist. Hier hinten dieses Regal fühle ich sehr. Auf jeden Fall kam der letzte Teil ja mega gut bei du euch. Du machst jetzt eine Insta-Story und fragst deine Abonnenten, ob du meine nächsten Rotweingläser bezahlen wirst. Muss ich das jetzt echt? Du musst es. Ja. Wenn du meinst, ja, dann kaufst du mir 4 Rotweingläser, weil ich brauche die. Ja, dann halt mal. Ich brauche die. Ja, halt mal gerade die Kamera. Ja, das lohnt sich für mich. Ja, das lohnt sich für mich. Das ist die Story. Und schön freundlich. Ja, okay. Hey Leute, Gisela hat mich gerade dazu verdonnert, euch zu fragen. Jalla! Ich, Jans, nicht. Jalla! Rotweiß. Rot? Rotwein! Ich ja. Krieg dir in deinen Arsch! Es tut mir leid! Oh, kauf sie mir, du Schlampe! Einfach hier ab. Okay, bist du zufrieden? Ja, gib mir Befriedigung. Oh, Digga. Ey, ich schwöre, Alter, wenn der König von Deutschland wäre, eieiei. Weil das letzte Mal so gut bei euch angekommen ist und wir in Frankreich gelandet sind tatsächlich. Oh, warte mal, war das ein Nein? Das gibt mir Befriedigung. Ist. Oh, ich wollte gerade sagen. Weil das letzte Mal so gut bei euch angekommen ist und wir in Frankreich gelandet sind tatsächlich, dachten wir probieren einfach dieses Mal nochmal aus, wo wir jetzt landen werden. Weißt du, wo du landest? Du gehst jetzt runter in meinen Kellerraum und holst mir einen Aufzugskarton. Ein Aufzug? Heißt das nicht Umzug? Karton, ich brauche das für meine leeren Bierflaschen. Muss ich jetzt echt runter in den Keller gehen? Nach ganz unten geradeaus durch die weiße Tür durch einen Umzugskarton. Gehen. Alter. Holen. Ich weiß zwar gar nicht, welcher Keller dir ist. Der mit den Umzugskartons. Alter. Mach ich das mal. Ich brauche wirklich einen. Du machst das ohne Schuhe. Wieso ohne Schuhe? Okay, Kompromiss mit einem. Was soll das? Kompromiss mit einem Schuh. Digga, wie dumm ist das denn? Das bringt dir überhaupt gar nichts, Alter. Digga, ist aber... Kompromiss mit einem Schuh. Ja, yeah, safe, Bro. Mach es sofort, dann ziehst du beide aus. Ja, ich kann dann auch beide ausziehen. Das macht doch gar keinen Unterschied. Wenn du möchtest. Ja, ich zieh einen aus. Ich erkläre dir kurz, wo es entlang geht. Eigentlich sollte Gisela... Ist das dumm? ...unseren Alltag bestimmen und nicht nur meinen. Weißt du das? Jupping! Weißt du, was da noch für Geziefer rumläuft? Nein, was denn? Jetzt! Willst du es nicht wissen? Ich hab weiße Socken an. Deswegen mache ich das doch. Ja, ich gehe ja schon. Ich will den Umzugskarton. Ja. Einen. Der arme, Alter. Der Alter. Arme Junge. Was ist das bitte für ein Keller? Oh, Digga, da würde ich nicht runtergehen. Das ist ja doch schlimmer als meiner. Hier riecht's wie in einer Tropfsteinhöhle. Nehmen wir mal den hier mit. Oh, ich bin durch den Spinnen gestorben. Ich kann nicht mehr. Digga, der wohnt doch noch im kompletten Obergeschoss, ne? Das ist mein Lieblingsformat. What the fuck? Alles okay? Jetzt! Ich will die Gläser haben. Hast du schön gemacht. Du alte Dirne. Sitz! Ja, ich sitze. Deine Frisur ist hässlich. Wieso ist meine Frisur hässlich? Du hast sie mir selber geschnitten. Du bist hässlich. Färb dir die Haare wie ein Aria. Ich färb mir jetzt nicht die Haare. Du färbst dir die Haare. Rot und blond. Hellblond. Oh, Digga, was? Ich soll mir die hellblond färben lassen. Wasserstoff. Ey, das mache ich nicht. Ich hab gesagt, du machst das, du wirst es tun. Also nach Frankreich fahr... Wasserstoff blond. Aber auch so, dass es wieder rausgeht, ne? Nein, natürlich permanent. Das muss geblichen werden, bis Bro, hier von dem what nichts the mehr übrig fuck, ist. Alter. Genau so meine ich das. Digga. Und am besten lässt du das am besten professionell machen, damit das auch wirklich hält. Bro. Und natürlich bezahlst du das selber. Oh, Digga. Also ich meine, das versteht sich ja von selbst. Digga, das ist schon das echt hart, voll. Ne? Also nach Frankreich fahren war ja eine Sache, ne? Und dass du mir die Haare geschnitten hast auch, weil das wächst ja wieder nach, aber so eine... Digga, der einfach auf Revi, Digga. Ich schwöre, der will den einfach transformieren, damit der aussieht wie ich, damit ich immer bei ihm bin. Ich merk schon. Tönung? Ja, aber die hält doch voll lang. Ja, und das sind nur deine Haare. Ah, das sieht aber, glaube ich, nicht so schlecht aus bei ihm, ne?
Eine Tönung ist ja nur für ein paar Tage, aber ich meine eine Färbung. Digga, was für ein Wichser. Eine richtige Ausbleichung. Ich bin übrigens morgen beim Friseur. Kannst du eigentlich direkt mitkommen, also meine werden nochmal rot nachgefärbt. Ich will, dass du den gleichen Farbton bekommst wie Katja Krasavice. Die ist doch blond. Ja eben, und du wirst ab morgen auch blond sein. Hellblond. Ach du Scheiße. Digga, oh. Können wir nicht irgendwie nochmal nach Frankreich fahren oder so? Nein, das ist abgehakt. Dann nach Spanien. Vielleicht später noch. Sei mal ehrlich, welche Aufgabe macht dir gerade mehr Spaß, die oder die mit Frankreich? Die hier. Und wisst ihr was, bei Frankreich, das war ein illegaler Grenzübertritt. Das hier ist legal. Baguette. Also, soll ich das machen, werdet ihr dieses Video sehen, sollt ihr es nicht machen, werdet ihr es Du wirst das machen, selbst wenn es keine Sau sieht. Der zieht das wirklich selbst durch. Dass ich nicht gesagt habe, dass du dir deine Iris ausbleichen lässt. Oh, der zieht meine das Iris wirklich durch. Nein, also was Augen und so angeht, ist echt so... Bro, bleich dir deine Iris, Digga. Mashallah, sag doch direkt, er soll blind machen. Du bist ja eh schon blind, von daher ist das egal. Ja, Habibi, ah. Was war das denn, Digga? Bist du schwanger? Nein, aber du siehst aus wie schwanger. Du hast auch eine Milchbildung, deswegen wird's hier so fett. Alter. Doktorspiele. Illuminati Detective. Ja, es ist also jetzt um die Uhrzeit schwierig zu färben, aber der nächste... Und danach musst du dir ein Ohr abschneiden. Und nein, ich schneide... Das würde ich fühlen. Du schneidest dir das ab und du isst es, ich filme es. Sei keine Muschel, du hast schließlich zwei Ohren. Recht hat er, Digga. Ich mag es, dich zu quälen. Überweis für 85 Euro für den Handwerker morgen früh. Nein, jetzt. Gisela denkt da noch wirtschaftlich in die Kach. Sofort. Warum Nessie soll ich jetzt schon konfrontiert werden? Welcher Potsdamer ist so häufig dagegen gelaufen? Du wirst es reparieren. Ich bin da... Die Garderobe kommt dran, die Spiegel, mein Weinregal. Du hast ja auch schon die Gläser gekauft. Ich soll dir jetzt 85 Euro überweisen. Von mir aus doch morgen. Hast du wenigstens das Licht im Keller ausgemacht? Ja. Sicher? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich nochmal runtergehen und nachsehen. Du gehst runter. Nein, ich guck jetzt nicht nochmal unten. Du gehst gucken. Digga, ist das asozial. Das Licht. Ich will mit dem, wenn ich du wäre, spielen. Licht aus. Der sagt einfach, wenn ich du wäre, bring dich um und ich muss das machen. Endlich Ruhe. Ist. So, guck, ich hab's dir überwiesen. Zu der Handwerker auch bezahlt. Ja. Danach kannst du da oben filmen, wird auch die Lampe richtig befestigt sein. Dem hängt dann das Weinregal, wo dann die neuen Weingläser reinkommen und die Garderobe im Flur und die beiden... Diese Lampe, ich hab die selber schon gesehen, Alter. Die, Digga, schwieriges Ding. Spiegel. Ja, das sieht echt kritisch aus mit der Lampe, ne? Das war selbstverständlich. Und jetzt checkt das Licht unten. Unten in der Dunkelheit, wo übrigens Ratten leben. Genau. Ja, sonst hole ich die Peitsche. Ich muss schnell runtergehen. Aus. Ein paar Osen später. Und das alles nur wegen YouTube. Oh, Digga, der ist bei Dennis bei Akkurat, bei einem Kollegen von mir, gehe ich auch hin. Sehr, sehr gut, sehr, sehr guter Friseur. Und das ist Caro. Und Caro. Jetzt verabschiede ich mich von meinen braunen Haaren. Das war's jetzt, Leute. Bist du jetzt zufrieden? Ja, ey. Bin ich mal gespannt, was als nächstes für eine Aufgabe. Die zwei, Digga, die sehen aus wie so komische Zwerge einfach. Aufgabe kommt. Wie das Simp im Chat, ja, Leute. Ich auch, also. Viel heftiger kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Ich meine, die Grenzen sind ja bis Russland jetzt auch alle offen. Das Auswärtige Amt sieht das anders. Dreh dich. Ich fände es sehr geil, wenn er wirklich so eine Frisur hätte. Das gibt mir so Lazy Town Vibe irgendwie. Kannst du damit nicht aufhören? Ganz viel Spaß. Also ich habe mich mal so gefragt, was ist eigentlich, wenn mir das so gar nicht steht? Reingeschissen, Bro. Wirklich reingeschissen. Deine Haare? Ja. Das wird dir stehen, safe. Also wie gesagt, an der Stelle kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, diesen Friseur. Absoluter Ehrenbruder. Nicht? Ja, natürlich. Da muss ich mir die abrasieren. Ja, und das ist ja nicht mein Kopf. Hat er recht. Ja. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass ich mir dieses Format... Ich habe gerade Seiten auf Zickzack, aber nein. Ich habe Seiten auf komplett Skinfade gehabt hier. Ich will auch wieder den hohen Fade haben. Das, was gerade jemand geschrieben? Ich hatte ja komplett Skinfade, diese wirklich halt auf Haut, auf Glatze.
finde, das sieht so ganz geil aus eigentlich. Naja, sorry, dass ich gerade wieder so arrogant war. Wir machen das häufiger ab jetzt übrigens. Nee. Weißt du, das erste Mal sind wir in Frankreich gelandet. Ich habe jetzt schöne Aussicht. Jetzt habe ich gleich blonde Haare. Statement zu Achselhaare färben. Gönnt euch, macht einfach. Was kommt als nächstes? Oh, ich finde es ganz gut. Also es ist obendrauf noch ein bisschen gelblich, aber es wird ja gleich noch gefärbt. Und wie fühlst du dich mit der neuen Haarfarbe? Ich habe es ja noch nicht gesehen, ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Alter, ich sehe aus wie Eminem. Alter, wie sehe ich? Ja. Digga. Ja. Das sieht aber anfangs immer so aus. Wenn die Haare komplett blondiert sind, ist es immer seltsam. Alter. Ja, aber es bleibt ja nicht so. Das muss nochmal blondiert werden. Der Premiere. Ich muss mir eigentlich auch noch die Haare nochmal machen, Alter. Ich müsste mir eigentlich auch nochmal... Soll ich mir auch nochmal blondieren, Leute? Was sagt ihr? Fandet ihr blondieren bei mir fresh oder findet ihr normal besser? Sowas. Macht mal eine 1 in den Chat für blondieren und eine 2 für normal lassen, weil ich bin mir da immer so ein bisschen unschlüssig. Also nicht blondieren, sondern gestrehnt blondiert. Wisst ihr, was ich meine? Boah, das sind viele 1 und viele 2, ne? Aber ich glaube mehr 2. Ja, ich wollte es doch erstmal so lassen, glaube ich. Das sieht doch besser mit Bart aus, so, ne? Das Ding ist halt, ich sehe so oder so einfach scheiße aus. Also von da ist es eigentlich egal, was ich mit meinen Haaren mache. Seht ihr das hier? Ich habe auf der Nase meine Pickel ausgedrückt und jetzt habe ich da so Herpes. Abend. Nice Girl 03, Dankeschön für deinen Sub. Also Fliedermäßig so ein bisschen, ne? Also wir kommen jetzt gerade vom Friseurtermin zurück. Tim hat es tatsächlich durchgezogen. Meine Haare wurden ja einfach nur nochmal geschnitten und nachgefärbt ins Rote. Der liebe Tim sieht jetzt so aus. Ganz ehrlich, ich find's fresh. Ich find's fresh bei ihm. Es sieht nicht schlecht aus. Ich finde das generell immer fresh, muss ich sagen. Ich finde das cool eigentlich. Boah, habe ich nochmal Bock da drauf? Ich weiß es gerade nicht, aber es ist cool aus, finde ich. Hallo. Sagt mal bitte, wie ihr das findet. Seid mal wirklich ehrlich. Es sind cool gestylt. Das kriegst du niemals so hin. Dennis ist ein Gott, was das angeht. Findet ihr das? Fresh. Und Sebastian, sei mal dieses Mal ehrlich und hau nicht wieder irgendwas Gemeines raus. Wenn ich find's wirklich korrekt, Bro. Ich find's gut, Digga. Ich find's nicht schlecht. Das beurteilt. Er hatte doch selber mal so einen Haarton, glaube ich. Ja, ist so. Ja. Also mir gefällt... Ich war Vorläufer, Digga. Ich bin immer der Erste, was alles angeht. Ich bin Mode, Fashion, Ikone... Immobilien-Ikone, Insolvenzboss, was geht ab? Die neue Frisur von Tim mega gut, ich bin dafür. Ich find's auch cool. Ja, danke an Gisela. Find's auch sehr, sehr geil. Nicht ist gut geworden. Die immer die besten Ideen hat. Nein! Und wir hoffen, dass euch das ganze Video gefallen hat. Es war ja das zweite Mal, dass wir dieses Format gemacht haben. Ich persönlich liebe dieses Format. Ja, das merke ich. Das ist, glaube ich dir auch. Ja. Ich musste zu dir in den Keller rennen mit einem Schuh. Das haben die Leute gesehen. Warum sagst du das nochmal? Ja, weil das so eklig war. Da war es voll dreckig und es hat voll gestunken. Das ist halt ein Keller. Und ich habe da auch schon mal eine Ratte gesehen. Ja, gerade in Köln. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch... Alles klar. Ab ins Gaffel, schön einsaufen. Ja. Haut rein, ihr Wichser. Ist aber geil geworden. Ist aber cool. Ist aber cool. Sieht gut aus. Das geht auch noch ein bisschen raus, dieser Fliederton. Der wächt sich hier raus. Ne? Von daher passt es. So, meine Lieben.